So, hallo zu einem neuen Video auf dem Reisenomaden-Kanal. Heute geht es um eine Leiter, die steht hier drüben. Das ist die Leiter, mit der ich meinen ganzen Aufbau oder Abbau mache, aber auch aufs Zelt hochklettern. Und die soll jetzt hundesicher gemacht werden. Dafür habe ich jetzt hier dieses Gewebe, so ein Gummi, und der kommt dann hier drauf. Also ich hoffe, dass sie damit ein bisschen mehr Grip hat und sich deswegen vielleicht eher traut, auch mit hochzukommen, weil momentan schläft sie immer im Bett und ja, ich glaube, das wäre auch gar nicht so unpraktisch für die kälteren Nächte, dann wird es nämlich auch ein bisschen wärmer für mich. So, auf den ersten Blick sieht ja mal gar nicht schlecht aus. Jetzt mal schauen, ob das auch irgendwie in Form geschnitten kriegt, dass es auch noch was aussieht. Kleben verwende ich jetzt hier Pattex All-One, soll anscheinend auf Metall auch gut heben. So, auf zu Versuch Nummer 2. Das letzte Mal hat leider nicht ganz so dolle geklappt. Die Leiter ging nicht so, wie ich sie eigentlich wollte. Jetzt habe ich eine neue. Liegt sie unter mir? Naja, Jackie beschnüffelt schon mal gut. Wunderbar. Die packe ich jetzt heute mal aus und dann probieren wir mal, ob Jackie vielleicht da hoch geht, weil die Stufen bei der Trittleiter, die gingen nicht so wirklich. Da hat sie, ja, die Abstände zwischendrin, die waren einfach zu groß und sie konnte einfach nicht hoch. Das heißt, sie ist mit den Vorderbeinen bis auf die höchste Stufe hoch, aber mit den Hinterbeinen wollte sie halt nicht nach und deswegen musste sie beim letzten Mal campen halt einfach immer wieder hochtragen. Und ja, sie wiegt zwar nur 12 Kilo, aber es ist trotzdem halt nicht unbedingt optimal. Ich möchte ihr eigentlich die Freiheit bieten, dass sie da wirklich selber hoch kann. Und deswegen probieren wir es jetzt heute mal aus mit der neuen Trittleiter. So, und weil es da draußen verdammt heiß ist, habe ich mir mal mit der Sonnenbrille ausgepackt und habe die mal aufgezogen und mir ein scharfes Messer rausgeholt, das ich jetzt nur noch aufkriegen muss. Ha, läuft. Und dann machen wir das mal auf. So, ganz schön schwer. Voll cool, die hat hier so einen kleinen Verschluss und dadurch ist sie ziemlich safe. Vor allem, das ist nicht nur einfach ein Verschluss, sondern der hat hier ein kleines, ja, so eine kleine Feder drin. Mega. So, Odele. In vollen Stücken und gesplittert. Ja, super. Okay, was würden wir vor 30 Euro erwarten? Die Leiter, ja, sie guckt schon, gell? Die hat was gerochen. Genau, hier in der Hand. Ja, da ist was. Oh, ich hab Pfötchen, muss man geben. Ja, bei leckeren Sachen braucht man das halt, gell? Genau. Also, was ich sagen wollte, die Leiter ist 1,60 Meter lang, das heißt, es müsste ungefähr auch in den Hänger reinpassen. Ich hoffe es zumindest mal. Genau, und jetzt probieren wir mal aus, ob du da drüber läufst, Chicky. Hm? Schauen wir mal. Ja. Oh, fein. Und zurück? Ja. Also, oh Gott, die Sonne, Hilfe.
Das Drüberlaufen klappt schon mal. Ganz gut. Jetzt mal schauen, ob sie auch irgendwie Hühnerstanzen da drüber verwenden kann. Da riecht jemand die Leckerlis. Gell? Riechst du die Leckerlis? Ja. Aussieht, das müssen wir dann noch probieren. Aber ja, das schaffst du schon, gell? Das schaffst du schon. Ja, ich hoffe jetzt mal, dass mit dem der Hundeleiter oder Hunderampe das Außenabsteigen aus dem Bett etwas vereinfacht wird für die gute Dame. Mal gucken, wie das ist, wenn es dann noch ein bisschen höher hochgeht. Müssen wir 1,20 Meter überwinden. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr uns gerne da oben in der Ecke abonnieren. Da oben kommt es zum letzten Video. Und hier unten dürft ihr uns ganz gerne einen Daumen nach oben geben. Na dann, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.